Herzlich willkommen zu Small Soldiers. Genau. Ja, nach dem Film natürlich hier empfunden. Kommandos, erledigt die Gorgoniten! Macht sie alle unschädlich! Und so nahm der Frieden für die Gorgoniten ein Ende. Der Krieg kommt hierher, nach Gorgon, in unsere Heimat. Wir können entweder geduldig warten, unsere Reserve ausbilden und unsere Waffen verbessern, oder wir können hinausgehen und uns ihnen entgegenstellen. Möge die Schlacht beginnen! Aha, okay. Also was ich wahnsinnig finde, wie die FMV-Sequenzen sich weiterentwickelt haben. Die Kommandos sind in Gorgon einmarschiert, rettet die Gorgoniten. Gorgonitischen, ja, Bruder, okay. Das Astralfeuer bringt euch zum Ziel, nutzt die Kraft des Geistes, um dieses Königreich zu durchqueren und besiegt Kip und Bipod um jeden Preis. Natürlich, Gorgon. So, auswählen kann ich jetzt nichts. Nö, dann weiter. Ja, genau, spiele alle PlayStation-Spiele an und bin gespannt. Manic hat es, als er nicht so doll bewertet, so an sich vom Setting und alles interessant und ne, der Film hätte Besseres verdient, haben sie geschrieben, weil das Ganze wohl eher sehr hektisch passiert. Du musst irgendwie Schlüsse suchen, die aber in einem zu großen Gebiet quasi versteckt sind. Die Kämpfer haben keinen wirklichen taktischen Aspekt. Genau. Spezialwaffe ist Kreis, die muss ich mit Dreieck auswählen. Ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Nur für jüngeres Publikum wohl ganz gut geeignet. Ey, jetzt haben wir schon Schaden bekommen. Ah, Steuerung ist so ein bisschen. Ich glaube, 12 Level waren das insgesamt. Ja, sehr schön. Okay, das war das. Kann ich da was aussammeln? Nee, anscheinend nicht. Wer hängt denn da bitte dran? Ich habe leider die Filme nie komplett gesehen. Ich wollte sie immer sehen, aber habe sie nie gesehen komplett. Bin super schwer zu ziehen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Achso, das ist einer von uns, ne? Ja, oh geil, die KI hilft uns. So nämlich. Helfer doch mal der KI. Ich hoffe, ich mache ihr keinen Schaden. Achso, und der folgt mir jetzt, oder wie? Hallo, Freund? Oh, sorry. Ja, du greifst mich jetzt nicht an, oder? Ah, warum? Ich meinte es. Achso. Greifst du mich jetzt an oder nicht? Oh, die Musik ist geil. Stimmt, das hat der Maniac auch geschrieben. Die ist irgendwie lustig. Was haben wir hier? Okay. Aber ist jetzt der kleine. Nö, der Affe ist weg. Kleiner Freund? Okay. Muss ich hier. Oh, okay. Was ist denn das? Okay. Aber lustig. Ja, warum nicht? Okay. Und damit soll ich jetzt zielen, oder was? Aber wohin? Also hier könnte ich hin, aber so hoch fliegt er doch gar nicht. Muss ich da. Also für die Steuerung noch nicht so doll, weil es halt wieder sehr LKW-mäßig, bis der sich gedreht hat. Muss den ein paar Mal zurücksetzen und so. Ich speichere hier mal, weil das dauert mir sonst. Oh. Okay. Ein Geheimnis oder wie? Oder ein Leben. Sieht aus, als wäre es ein Leben. Okay. Ah, okay, okay, okay. So. Hört sich an, genau, als wäre hier ein Feind. Was haben wir denn hier? Treff ihn auch nicht. Jetzt treffe ich ihn. Lässt dir was fallen? Na. Okay. Was ist das für eine Musik? Ja, Steuerung. So. Okay. Leben oder was? Nee. Aber irgendwas Blaues hat sich aufgefüllt. Das würde auch so. Ja, weiß ich. Erinnert ihr euch an den Chor bei Harry Potter? Ne? Wo so mit den Fröschen in der Hand und so in der großen Halle standen? Daran muss ich irgendwie denken bei der Musik.
Knappe Sache. Was ich merkwürdig finde, ist, dass er auf mich geschossen hat, bevor ich ihn sehen konnte. Das ist ja nicht so schön. So, das können wir irgendwie einsammeln. Ja, sehr schön. So. Okay. Nee, immer noch nicht weg. Okay. Okay, das trifft ihn auch. Da über die Flanke. Warum packt er sich weg? Warum macht er das? Bumm. Okay. Ist mir schon beim anderen hier bei Ninja Shadow of Darkness aufgefallen. Irgendwie die Gegner, wenn sie tot sind, die liegen dann einfach noch ein Weilchen oben. Das ist Leben. Ja. Was das hier, das wieder was zum Einsammeln. Okay. Ah, okay, okay. Das ist die Special Waffe. Ah, die ist ja eigentlich auf Geist. Dächte ich? Na gut. Ne, haben wir doch noch nicht eingesammelt. Seht ihr, das war jetzt eine maximale Drehung. Oh. So, den befreien wir natürlich. Und dann gucken wir mal, wenn wir den nicht angreifen. Das ist doch schrecklich, ey. Ah, ich versuche ihn ins Visier zu bekommen. Haben wir's? Haben wir's. Dachte mir doch, da schießt doch von hinten noch einer, ne? Okay. Okay. Freund oder Feind? Feind. Sag mal. Also irgendwie, wenn ich slide, bei Doom klappt's auch. Irgendwie schießt ja ganz woanders hin, wenn ich slide. Okay. Na, macht er ihn platt. Dankeschön. So, und jetzt sind wir Best Friends. Ja. Hey. Okay. So, warten wir hier. Hier ist was einzusammeln. Und ich denke, da hinten links können wir lang. Müssen wir gleich mal schauen. Ja, verfolgt mich. Leben ist wieder voll. Das ist doch mal eine angenehme Schwierigkeitsstufe. Steuerung, ey. Und die wird sich so bald auch nicht verbessern. Das macht mir ein bisschen Angst. Also immer ein bisschen klar, aber das hat teilweise auf der PS2 noch Probleme. Oh, okay, kommst du denn her? Und toll, und der Affe ist nicht mit dabei. Kann ihn nicht anvisieren. So, warte mal, wir müssen hinten nochmal auf den Schultertasten gucken. Steuerung hatte ich mir vorher angeguckt. So lange her. Oh, okay, jetzt habe ich irgendwie L2 gedrückt. Das R2. Oh, okay. Ach, gucke mal. Okay. Ah, sag mal. Dann war ich einfach nur zu blöd. Hätte man sich denken können, ne? Ja, 2 ist zielen. Ich dachte mir schon so, hä, mit dem Slime, das ist ja total merkwürdig. Ja, seht ihr, wie schwer mir das fällt, das einzusammeln. Jetzt versuche ich gerade mit dem Stick zu steuern, aber naja. Wie aus Harry Potter, oder die Musik? Ich hoffe, ich habe sie nicht zu leise eingestellt. Dann sagt ihr, ich werde Musik. Ah! Zum Kotz. Affe, so folgen sie mir. Das reicht. So, jetzt probieren wir das mal mit dem Zielen. Okay. Warte. Invertieren, ne? Heißt das, wenn es falsch rum ist, die Steuerung? So ist das beim Zielen, oder? Ja, ne? Das nach oben, das nach unten, ja. Okay. Hätten wir das geklärt. Da schießt doch schon jemand, oder? Das ist doch eigentlich schon mal hier relativ first person. Wenn du dann dran denkst, weil du auf Honor dauert, glaube ich, noch ein Jahr, 2 Jahre, kam, glaube ich, Ende 99 raus, dass das hier schon, würde ich fast sagen, besser. Also die Steuerung beim Schießen, finde ich, geht. So ein kleines, so einen kleinen Zielpunkt hätte es schon vertragen können. Aber gut. Naja. Es ist alles steuerbar.
Ja, Bauchleben, okay, alles voll. Sehr schön, dass dann auch alles immer gleich voll ist und nicht da halt nur ein bisschen. Bei Ninja, was wir gerade erst hatten, war das sehr kompliziert. Sammelst du Leben ein und das macht dann nicht mal irgendwie eine Viertelleiste voll, aber ein Gegner zieht dir die Hälfte ab. Irgendwie, das ist nicht gut. Das Leben war weniger gesät als hier. So, hier hatten wir alles, ne? Ist ja auch Quartzquarz, sag euch das. Ja, ob es zum Spiel passt, ich weiß nicht. Das hätte ich mir beim Rollenspiel eher vorstellen können. Treffe ich ihn? Der ist immer noch nicht weg, aber er oben trifft mich anscheinend auch nicht so. Ach, sag mal. So. Treffe ich ihn von hier? Ja, treffe ich. Gucke. So, Affe befreit. Oh, und da kämpft er gegen den. Geil. Das finde ich richtig cool. Kommen jetzt wirklich zu den 3D-Adventures. Nicht nur Tomb Raider. Oh. Wir haben Affenabsturz. Ist er weg oder was? Ist er neu gespawnt? Nicht auf mich. Hi. Leben können wir einfach mal mitnehmen. Schaden tut's nicht. Cooles Spiel. Verstehe gar nicht, dass es so eine schlechte Kritik zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, bekommen hat. Cool, der Affe. Vielleicht wird es sehr monoton eintönig. Vielleicht sehen wir dann nicht mehr als das, was gerade jetzt hier passiert ist, aber mal sehen. So. Okay, jetzt kommt der Affe mit mir mit. Sehr cool. Ist da, warte mal, ich speichere jetzt mal und guck mal, ob hier unten direkter Tod ist. Und wo wir dann wieder rauskommen würden. Ah, okay, hier. Und dann unendliche Fortsetzung oder was? Ist ja mega. Das vor allem mit der Helfer-KI hier finde ich super. So. Ich glaube, ich nehme das Steuerkreuz wieder, ist genauer. Okay, aufpassen. Versuch's lieber erstmal ohne Zielen. Ich glaube, den hier sollten wir erstmal wegbekommen. Krieg ihn nicht gesteuert. Ja, ich glaube, gleich muss ich mir Leben holen. Oh, der ist weg. Der ist weg. Wenn der weg ist. Wo ist denn ihr Leben? Gar nicht, okay. Okay. Wow, hauen jetzt weg. So, das sammeln wir uns ein. Gar nicht so überlebt. So, was ist das hier? Eine Waffe oder was? Freund oder Feind? Achso, der betet mich an oder was? Er würde auch Zeit, dass da mal mein wahres Genie begriffen wurde. Achso, es war das Level oder wie? Ja, cool. Bitte warten. Also bisher, erster Eindruck, mir macht es auf jeden Fall viel Spaß. Sehr cool. Aufgabe erfüllt. Gesundheit 16%. Okay, sie schenken den Wind. Die Ancients schenken das Feuer. Talisman 0. Geheimnisse 1 von 3. Okay. Schnell speichern und weiter. Großer Tempel wird angegriffen. Sammelt die
Enchanter, um das Portal zu öffnen. Sichert das Königreich oder ihr seid auf ewig abgeschnitten. Chip und Beepot schleichen herum. Bringt sie mit Hilfe von Scratchet heraus. Okay. Ab geht's. Aber bisher, also, den Film wollte ich mir mal angucken. Ich glaube, nur einen zweiten oder dritten Teil, irgendwie einen Teil davon auf RTL 2 gesehen. Waren die nicht auch bei Schatze, ich hab die Kinder geschrumpft? Haben wir keine Ruhe. Schatze, ich hab die Kinder geschrumpft oder bei Toy Story irgendwo mit drin? Mir war das so, als wären die ein Teil von irgendwas oder große Krabbeln? Keine Ahnung, Erinnerung verschwunden. Dann nehmen wir mal das. Ey, die Musik, Wahnsinn. Warte mal, ist hier oben irgendwas? Ne. Das wirkt so Tomb Raider-Manier. Sag mal, hör's auf. Na. Ja, lässt sich doch schon genau erzählen. Muss da halt ein bisschen üben. Aber das geht. Blöde ist bloß, dass du die Gegner triggerst oder in der Unko auch nachvollziehbar, bevor du sie siehst. Weil sonst würden sie halt AFK rumstehen, bis du genau den Schritt gemacht hast. Das ist das so, glaube ich, okay. Oh, jetzt haben wir irgendwas. Warte mal, ich speichere mal und drück mal Kreis. Ah, okay. Ah, und der guckt jetzt, was in der Nähe ist. Mega cooles Spiel. Kann ich dich eigentlich? Und dann greifst du mich an, oder was? Nee. Okay. So, schauen wir mal, was es hier gibt. Da ist ein Tor. Kann ich bestimmt noch nicht rein. Ne. Ja, wirklich so ein bisschen Tomb Raider klonen, finde ich gut. So. Da ist das. Ja, mit der geringen Weitsicht muss halt überlegen, wo du hingehst. Okay. Was passiert jetzt? Was passiert? Wen betet der eigentlich an? Ja, gut. Da oben geht's lang, aber erstmal können wir hier noch nicht lang. Müsste Mods für die Steuerung geben. Also warte mal, ich zeige euch mal, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ich drücke jetzt nach geradeaus und voll nach links, ne? Das ist die Kurve, die er zieht. Jetzt mal nach rechts. Und da habe ich Leben gefunden. Kann man mitnehmen, hätte man noch nicht machen müssen. Das ist so das, was ich meine. Steuerung ist noch. Braucht noch so seinen Weg, bis es angekommen ist. Da, wo es heute ist. Weiß gar nicht wo. Ende PS2? Ich meine, sowas wie Ratchet und Clank hat sich eigentlich schon perfekt steuern lassen. Zumindest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay. Irgendwo höre ich was. Was ein gutes Zeichen ist. Warte mal, komme ich nicht von hier? Ja, das meinten sie vielleicht mit Bereich ist zu groß, um hier ordentlich was zu finden oder um die Schlüssel zu finden. Was ist das hier? Bringt auch nichts hier. Ah, warte mal, muss ich hier rauf, weil es rot leuchtet? Ne, okay. Schauen wir weiter. Schlüssel haben wir nicht. Können wir eigentlich auch Select oder Start irgendwas? Okay, weiter oder verlassen. Vielleicht muss ich auch von hier irgendwie nach da oben springen.
irgendwo muss es schlanken. Achso, ich habe einen grünen Schlüssel. Naja, warum laufe ich da nicht zum Grünen? Das ist mir ein Rätsel. So, warte mal, wo war das? Eigentlich nicht hier. Die Weitsicht. Wo ist denn der Kollege? Da. Kann ich hier jetzt einfach durch? Ah, gucke mal. Jetzt bin ich auf der Waffe. Die ist auf jeden Fall besser. Achso, das verfolgt den oder was? Na, achso. Ah. Das da mal First Person mäßig schon, ja, gefällt mir. Bin ich denn auch mal tot? Ist das ein. Sag mal, ist denn hier los? Okay, dann schieße ich halt öfter. Ist ja mega merkwürdig. Dachte halt, okay, der braucht halt zwei Schüsse, kann ich voll entspannt machen. War nix. Ah, ich wollte die nur gar nicht triggern, aber ich krieg. Oh, okay. Speichern. So. So, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Ich habe nach wie vor nur einen grünen, ne? Ich hänge. Okay. Ist der grün hier? Okay. Habe ich da irgendwas verpasst? Vielleicht ist das auch das. Ne, sieht nicht so aus. Hier oder so? Ah, hier. Okay, aber ich keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. Steuerung ist okay. Man kann sich dann gewöhnen. An die breiten Kurven. Es war aber hier noch irgendwo grün. Ja, eigentlich nur dort und dort. Na gut. Schau noch mal rum. Hier hoch komme ich ja nicht. Sehr merkwürdig. Also dann muss theoretisch noch irgendwo was Grünes sein. Das hat mich gewundert, die Ecke hier. Aber ne, auch nix. Ich geh mal hier hoch. War irgendwo noch eine grüne Tür, die ich nicht gesehen hatte. Wir haben nur grün. Oder kannst du von hier irgendwie woanders raufspringen? Ja. Von da hier rüber oder ne? Doppelsprung gibt's nicht. Ich wollte gerade sagen, ist aber nicht grün, ne? Ne, ist das nicht. So, rot. Ja, okay. Ja, die hat man vorhin schon gesehen. Deswegen, das war auch das Einzige, was noch möglich war. Ah, cool, das ist so ein Zielsucher, da brauchst du eigentlich nicht anvisieren. Wie es mir scheint. Cool. Macht auf jeden Fall Laune. So, da ist was. Da ist was. Ah, die Kurven. Speichern. Oh, okay. Richtig cool.
So einen roten Skorpion, was auch immer das bringt. Mega cool. Was ist da unten? Kann ich da eigentlich speichern? Das ist. Ah ja, okay, okay. Ja, das war das hinter der grünen Tür. Was haben wir hier? Oh, schon richtig gut für die Zeit. Ich verstehe gar nicht, dass das so schlecht bewertet wurde, aber ich glaube, auf den englischen Plattformen wurde es sehr gut bewertet. Hier ist ein Geheimnis. Oh, cool. Da ist einer. Wo ist er da? Mhm. Und der hat Leben dabei. Geil. So. Speichern. Da ist das, okay. Gerade wenn es sehr enger wird, ist das sehr, sehr schwer zu steuern. Jetzt hänge ich, okay. Jetzt. Na, ich dachte eigentlich hier hoch. Speichern. Nicht hier hoch. Wir haben aber keinen anderen, oder? Spring mal hier drauf. Weiß ich, was der rote Skorpion bedeutet. Oh, okay. Lichttor schießen, sorry. Da, okay. Ist ja mega cool. Oh, warte. Muss mich gerade kratzen am Bein. Oh, Kampfsystem und alles. Sehr gewöhnungsbedürftig aus heutiger Sicht, klar. Aber cool. Definitiv noch spielbar. Da sieht man schön die Entwicklung. Das, also das hättest du dir 96 auf der PS1 noch nicht vorstellen können. So einen detaillierten Levelaufbau in einem, ja was, Third-Person, ne, Shooter. Ah, okay. Ich meine, Doom ist leichter von der Steuerung und kam direkt raus. Okay, jetzt ist aber auch mal wieder gut. Die Kurve, ey. Was war das? Da war gerade ordentlich geknallt. Ich hoffe, das war im Spiel. Cool, cool. Es macht so Hoffnung, was da jetzt demnächst auch für Spiele kommen werden. Okay, was ist das jetzt hier? Flamme der Unschuld. Kann ich mal in See rennen, wenn ich es wollte. Okay. Hui. Ah, okay, ist wieder so ein Ding. Okay. Ja, aber dann gucke ich erstmal hier unten. Schön ist, dass es keinen Fallschaden gibt. Nicht wie bei Tomb Raider. Hör, was sind die Platte? Oh, springst du dann? Ach. Okay. Das heißt, ja. So, was war das? Keine Ahnung. Hier oben ist ein Secret. Okay. Aber wir müssen da, denke ich, hoch. Vermute ich. Na, da bin ich nicht rangekommen. Komme ich denn hier ran? Speichern. An der Nase kratzen. Sehr gut. Aber, komm, das hätte aber klappen müssen. Ich überlege, ob ich das so falsch ansetze. Ob ich den Sprung erst an, also ob ich den überhaupt mit und. Ja, aber scheint so. Jetzt geht das nicht, okay. Schauen wir erstmal weiter.
War ja irgendwo noch eine rote Tür. Stimmt, der ist ja immer, ne, einmal das Ding, aber irgendwo dann nochmal eine richtige rote Tür. Da oben nämlich. Oh, okay. Ich hänge hier schon wieder. Das ist sehr, sehr cool. Und dann kriegst du immer gleich Leben. Das ist super motivierend. Hier war eine rote Tür noch. Also ziemlich ähnlich vom Aufbau. So, warte mal, hier war die grüne. Dann müsste die rote hier drüben sein. Ja, geil. Und Gegner? Irgendwas war hier? Ah, okay. Sehr schön. Okay, hier ist das. Sehr cool. Vor allem auch, dass du den Sprung einfach schaffst, ne? Okay. Bisschen besser angestellt im Kampf. Sieht aber vom Aufbau sehr ähnlich aus. Und hier wollten wir rankommen, sind wir aber nicht. Ah, okay, und hier gibt es jetzt die gelbe Karte. Sieht auch so aus, als ist er sehr verzeihend bei den... Ja, sehr schön, gelbe Karte. Sehr verzeihend bei den Sprüngen. Ist halt bei Tomb Raider, ne? Wenn du da nicht richtig stehst, dann schaffst du einen Sprung auch nicht. Okay, das war das. Hier ist die gelbe Tür. Okay, ah, okay, ne? Und jetzt kannst du hier wieder runter. Was gibt's hier hinter? Achso, ja, ist die Haupthalle. Ah, das ergibt Sinn. So, und wieder ein Gegner, oder? Komm nicht ran. So. Speichern. So, dann gehen wir hier einmal ins Gelbe rein. Feinde. Ja, ich höre schon wieder so einen Soldaten. Von wo? Da. Sehr cool. Weil hinten ist ja auch Leben. Das hat auch schon besser funktioniert. Ups. Und das ist das, was wir sammeln sollen, oder wie? Okay. So, hier dürfte nichts mehr sein, ne? Richtig coole Spiel. Also, mir gefällt's. Levelaufbau, wie es umgesetzt wurde. Weiß ja nicht, wie die späteren Level sind. Müssen hoch und anscheinend beim roten rein, behaupte ich. Ne, warte mal, nicht hier. Hier ist auch wieder ein Feind. Ich weiß aber nicht wo. Feind. Mann. Okay. Wo ist denn der Feind? Da. Sehr cool. Sieht so aus, als müssten wir darüber. Ah, guck mal. Aber es gab da noch eine gelbe Tür, oder nicht? Cool. Das war auch ein schöner Hinweis. Okay, sehr gut. Ich speichere zwischen, ohne das mitzubekommen. Das ist so krass. So drinne. Okay. Feind. Also, ne, bis du dich gedreht hast, da vergeht schon einiges an Zeit. Da ist ein Feind. Cool, wie er sich selbst das Ziel sucht. Ah, okay, jetzt trifft er, oder? Ne, trifft immer noch nicht. Na, sag mal. Hat er ihn? Mal sehen. Ah, okay. Dann. Okay, getroffen. Was? Der ist runtergeflogen. Mega cool. Da liegt er. Sehr schön. Okay, hat er jemand auf mich geschossen? Sieht so aus, als müssten wir dorthin springen. Aber mal gucken, was es noch so gibt.
Waren wir da drüben schon? Ja, ne? Sieht mir nach unten aus. Das sagt mir ja, dass da was hängt, dass wir da runter müssen. Das ist aber auch noch eine gelbe. Ah, okay. Mega cool. Und das ist die blaue. Wo ist der Haken? Das ist die blaue. Cool. Also irgendwie wackelt ja alles so, als stürzt das Ding ein. Okay, komme ich hier noch rüber? Na, zumindest nicht so. Das Portal öffnet sich. Wo ist das Portal? Die Dinger, ihr macht mich fertig. Sondern nicht, ich finde jetzt bloß das Portal nicht. Okay, speichern hier. Weiß nicht, warum ich das ansah. Ich glaube, weil es manchmal verwirrend ist, wenn ich neu lade. Nee. Hier oder was? Kommen wir von hier? Das Portal öffnet sich. Aber auch schön komplexe Level. Da ist das, genau. Ich denke mal eigentlich da die Richtung geht's weiter. Wir hatten aber auch noch ein gelbes Portal gesehen, wo wir noch nicht waren. Wir werden mal oben gucken. Vielleicht ist oben aber auch was für einen blauen Schlüssel. Grün. Finde ich cool, dass das extra angezeigt wird. Blau. Gucke mal. Speichern. Ich höre jemand. Da. Oh. Da muss ich dann doch schon mal den machen. Oh cool, ich habe wieder gewechselt. Kann ja eigentlich nicht schaden. Und 242 nicht so gut. Designed mit den Gegnern. Obwohl wesentlich besser als bei Ninja Shadow of the Darkness. So cool. So, das war. Achso, es war nur Leben? Na toll. A secret. Okay. Und du? Runter. Oder was? Was ist denn das da oben? Eine Trommel? Ne, eine Fackel. Was für ein geiles Level-Design. Also auch die Komplexität und alles. Der Detailreichtum. Richtig geil. Sesam, öffne dich. So, hier können wir noch nicht hin, oder was? Oder kommen wir von hier? Oder muss ich hier rein? Cool, ich finde das Spiel Hammer. Vielleicht kommt auch eine Cutscene? Aufgabe erfüllt. Was sagt er? Die Ancients schenken den Wind. Sie schenken den Wind. Die Ancients schenken das Feuer. Ich muss mir die Filme angucken. Tarn das mal rein. Die Ancients schenken die Erde. Yes, ich hab die Erde. Schon immer die Erde haben. Geheimnisse zweifeln. Den Geist auch. Sehr schön. Ja, würde sagen, das war's erstmal hier. Mal sehen. Da könnte man auf jeden Fall nochmal zurückkommen.
Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, super gern Daumen nach oben. Schreibt gerne einen Kommentar, das unterstützt immer. Und wir sehen uns gern beim nächsten PlayStation-Spiel. Wir spielen sie alle an. Bis dahin.